A home in the hills. Don't hate the little man, cause he's packing the six shooter. Oh, next. Thank you. Do you know how much balls it takes to stand down here and sing a song like that? It takes guts. I'm sorry. We're just looking for something with a little more mass appeal. What could have more mass appeal than a song like Small but Perfectly Formed? Women want me. Men want to be like me. Assholes. Oh. Gotta be kidding me, right? Dang. This casino game is hard work. I thought it was just a case of opening the doors and letting suckers give you their money. If only. You know what? I'm getting bored here. I'm trying to do business, not audition midgets. People of reduced stature, you mean? Yeah, I said that. All I know is when are we gonna get some real talent in here? I heard that. Mad Dog! CJ. Clean, dude. That's good news, man. Hey, what's cracking? You ready to take it to the stage again? Easy, CJ. Come on, man. One step at a time, you know? I'm almost ready, but... But what? I want to go home now, CJ. That's cool, man. I'll take you. Where's home? My mansion, baby. Yeah, I heard about that place. Drugs, sex, all that shit. Yeah, you know it. Yeah, I've been there. I mean, I've seen it on TV. Yeah. Nice crib. Thanks, player. We could do with a place like that to set up in the LS again. Wait for sweet. Get things moving. Get out this midget game. But CJ, come on, man. What? I saved your life, man. My mansion ain't big enough. Only got 19 bedrooms, you heard? All right, man. My mansion's been seized. IRS? Nah, not exactly. Who? Nobody. Who, Mad Dog? All right, Big Papa. Big Papa? The drug dealer? Man, you gave your multi-million-dollar mansion to a motherfucking pusher? You know, CJ, these things happen. I was powerless. You fucking degenerate? Oh, man! How much blow can one guy snort? It's not my fault, CJ. Man, I should have let you jump. Come with me, all of you. We all going home. Und da geht der Flieger nach Los Santos. Aber mal wieder wird das nicht der normale Weg für eine Heimkehr. Hello? Hey, what's up, Carl? Hey, Kendall, what's up? Nothing, just thought I'd wish you luck. We're gonna drive back to San Fierro first. Wanna check things out there before we hook up with you guys in Los Santos. Alright, cool. You be careful. I'll be fine. I got Caesar and Mad Dog to keep me safe. You be careful. Oh, I will. I'll see you in Los Santos. Me and you gonna go in to clear the place out. Good idea. The element of surprise. So the rest of the crew can move in peace. Na dann. Vinewood Hills. Das ist unser Weg. Okay, die Jungs bereiten alles für uns vor, aber wir müssen selber springen. Sehr gut. You ever jumped before? Nah, you? Nah. When we land, we're gonna feel invincible. I am invincible! Hey, wait up! I am invincible! Wahoo! Woohoo! Auf geht's! Woohoo! Versuche auf dem Dach der Villa mit den Triaden zu landen. Das sollten wir gerade so hinkriegen.
Und vor allen Dingen, wenn die das schaffen, schaffen wir das schon lange, denn immerhin haben wir schon ein bisschen mehr Fallschirmerfahrung als die Jungs. Also dann, ein bisschen mehr nach unten vielleicht? Wir wollen ja nicht über das Ziel hinaus segeln. So, jetzt sind wir ungefähr auf einer Höhe mit denen. Ein bisschen höher noch, aber das passt schon. Das ist doch hier vorne der der Kreis, auf dem wir landen müssen, oder? Die kreisrunde Fläche? Ja. Und da wartet auch schon das Empfangskommando. Ganz traumhaft. Oh, ich sehe eine schusssichere Weste. Also dann, packt die Waffen aus, Jungs. Es geht los. So. Wo ist das Ding? Da. Schön, dass ihr die großen Wummen habt, ihr Triadenjungs, aber ich habe das Zielvermögen im Gegensatz zu euch. So, ich würde jetzt natürlich gern mal mir die Munition davon aneignen, aber ich komme gerade nicht hin, ohne drauf zu gehen wahrscheinlich. Ah. So, zumindest das haben wir gekriegt. Okay. Alle auf einem Haufen, das ist sehr schön. Da verteile ich noch ein paar Kopfschüsse. Die Triaden sind fast da. Sieh zu, dass keiner von ihnen stirbt, sobald sie gelandet sind. Okay. Wunderbar, das sieht doch gut aus. Wie viele Jungs hat der Typ denn hier? Ich dachte, das ist ein Drogendealer, ein billiger. Bring die Triaden in die Villa. Okay. Wir sind dabei. So, wartet noch kurz, Jungs. Ich muss noch ganz schnell hier Munition und eine schusssichere Weste einsammeln. Okay, jetzt können wir starten. Die Villa kennen wir. Beim letzten Mal mussten wir noch schleichen. Diesmal können wir alles rauspulvern, was wir haben. Wo geht's lang? Folgt mir. Ich glaube hier. Ja, das sieht gut aus. Mad Dogs Bude. We're heavily outnumbered, but if we all keep our heads, we should kick ass. Ja, so viel dazu. Sorry, Dude. Dich hat's leider erwischt. Durchsuche die Villa nach Big Papa und schalte jeden aus, der sich dir in den Weg stellt. CJ, clear the corridor. Okay, kriegt das hin? Ich bin mir gerade nicht sicher. Okay, wir sollten uns wirklich vielleicht lieber hier rumkümmern. Oh, ich glaube, das ist gar kein Drogendealer. Das war, glaube ich, bloß irgendjemand, der hier... Irgendeine Frau, die hier mit anwesend war. Ich helfe dir mal ein bisschen, ja? Ah, Big Papa ist unten. Erledige ihn. Hatte sie gerade keinen Kopf? So, die haben wir. Wie viele gibt's denn hier von diesen Typen? Okay, wir schauen mal kurz, dass hier von vorne keiner mehr kommt. Okay, wunderbar. So, neue Weste. Von hinten, was? Euch geht's wohl noch gut. Okay, alles gut. Hier ist keiner. Spring mir nicht im Weg rum, Alter. Mann. Wer schießt denn hier? Okay. Ist hier unten noch? Ja, da ist noch einer. Ja, macht das. Das ist in Ordnung. Hier da hinten übrigens, ne? Ich weiß nicht, ob ihr es schon mitgekriegt habt. Ja, ihr macht das schon. Ihr haltet den Balkon, habt ihr gesagt. Also lasse ich euch das auch. So. Dann arbeiten wir uns mal vor. Ah, hallo. Wo? Ach, da hinten. So, das war's für den. Oh, was war das denn? Ho, Sackgesicht. Du traust dich was. Okay, das nützt uns noch nichts her, die Lebensauffrischung. Ihr stört ein bisschen, Mädels. Könnt ihr nicht einfach mal irgendwo Platz nehmen und euch verstecken? Das wäre sehr schön. Das wäre extremst angenehm. Na gut. You chose the wrong house to rob, fool.
Big Papa will abhauen. Hinterher! Gib mir noch mal kurz die Muni hier. Okay, scheiß auf die Muni. Wir gehen hinterher. Ah, ärgerlich. So, aber das kriegen wir hin. Ha, sieh mal. Ah, ich bin immer gerade zu spät. So ein Ärger aber auch. So ein Zufall. You don't know who you're fucking with, do you? So, schön wird's dunkel. Die Ecke kennen wir. You're mehr trying to fuck genug. With my house? With my shit? Oh, look. Oof. So, der eine, der muss weg. Die anderen stehen nur dumm im Weg. Aber ich glaube, er wird uns nicht wirklich fliehen hier. Er ist ja immer gerade so dabei, dass wir ihn noch gerade so sehen. Jemand hier? Nein? Oh. Arschloch. I'm a fuck with you. Okay. Big Papa hat sie wieder verlassen. Folge ihm. Alles klar. Das wird wohl auf eine Autoverfolgung hinauslaufen? Wahrscheinlich schon. Aber zumindest die Villa haben wir schon mal wieder erobert. Das Ding ist durch. Jetzt müssen wir uns nur noch um unseren Freund Big Papa kümmern. Oh, wunderschön. Ein rosanes Cabrio für uns. Verfolge Big Papa und dräng ihn von der Straße. Das kriegen wir hin. Da bin ich ganz gut drin. Oh, wenn wir natürlich ein Auto haben, das so extrem übersteuert, dann könnte es etwas schwieriger werden. Aber wir schaffen das schon. Alter, diese Kiste. Ist ja Wahnsinn. Meine Fresse, die hat ja überhaupt keine... Da hast du ja gar keine Kontrolle drüber. Weg! Ich hab's eilig. Ich muss den Drogendealer töten. Was man halt so macht am Sonntagmorgen. Oder was auch immer wir für einen Wochentag haben. Für einen Feiertag, was quatsch ich denn? So, jetzt sind wir dran. Er hat gnädigerweise auf uns gewartet. Das ist sehr schön. Jetzt können wir ihn uns schnappen. So, ich gehe mal ein bisschen vom Gas runter, denn die Kiste ist echt schwer zu kontrollieren. So, hallo mein Freund. Sieh mal an. Oh, du brennst. Hast du das schon bemerkt? Winke, winke, Big Papa. Das war's für dich. Du hast Mad Dogs Villa zurückerobert. Mission erfüllt. Respekt für uns. Wir haben nun ein neues Hauptquartier, nämlich Mad Dogs Villa. Und wir sind zurück in LS, Freunde. Wir sind zurück in unserer Heimatstadt. So sieht's aus. Da sind wir wieder in Los Santos. Und, ach, hier drüben ist die Villa. Okay. Und hier hat sich einiges getan, seit wir das letzte Mal hier waren. Aber das schauen wir uns dann jetzt alles mit an. Erstmal ein kleines Telefonat. Denn wir müssen ja unseren Erfolg berichten, irgendjemanden. Hey Ken, how you doing? Who is this? It's Carl. Carl Johnson. Hey Carl, great! Guys, it's Carl. Great! I'm fucking great, fucking amazing. I got a need for an accountant and a sound engineer. And I thought of you and Paul. Fucking amazing! Paul's great with figures and I'd make a fucking amazing producer. This is fucking great, it's amazing. Yeah, whatever you say, man, but look, see you soon. Fucking amazing! Ach, siehst du mal, das habe ich ganz vergessen. Die beiden arbeiten jetzt für CJ mit. Das habe ich echt komplett verdrängt, aber stimmt, ja, die kriechen da mit im Tonstudio rum. Also Ken nicht, aber... Quatsch, Ken. Ja doch, Ken nicht, aber Paul und Mecca, glaube ich. Was auch immer Mecca damit bei uns im Tonstudio macht. Aber wir müssen ja unsere Production-Firma jetzt ins Laufen kriegen. Womit wir dann in jeder Stadt ein Standbein hätten. In San Fierro ist es die Werkstatt. In Las Venturas sind wir Teilhaber des Casinos. Und hier wird es die Produktionsfirma, die Mad Dog promotet. Okay, da sind wir. Ich glaube, ich gehe erstmal ganz kurz speichern, ehrlich gesagt. Geht das hier? Ich weiß nicht mehr, wo der Speicherpunkt hier ist. Nee, hier draußen wäre ja irgendwie Quatsch.
Der muss schon drin sein. So, das wollen wir erstmal machen. Ja, genau, der ist hier direkt. Wir wollen ja unseren Erfolg auch direkt mal mit verewigt wissen. So. Und dann schauen wir mal, was es zu erledigen gilt, damit die Produktionsfirma ins Rollen kommt.